Was, by the way, auch lost ist, ist, dass Dude mit Maske auf Trovo gegangen ist. Und jetzt, glaube ich, nicht mehr auf Trovo ist. Null. Streamst du wieder mal auf YouTube? Ja, eher ganz selten, sage ich mal. Das ist, kommt, wenn da mal in sehr unregelmäßigen Abständen vor. Mit Lichtgeschwindigkeit auf den Boden gescheppert sind, als sie klein waren. Ihr habt auf jeden Fall erfolgreich gedacht, Trovo. Wow, fresh. Und damit herzlich willkommen zurück beim wildesten Kanal YouTube Deutschlands. Ja, wer in den letzten Wochen halbwegs aktiv bei mir auf dem Kanal war, der hat mit Sicherheit folgenden Clip mitbekommen. Und falls ihr noch Bock habt, später bei einem Livestream von mir dabei zu sein, ich teste nämlich ab sofort die neue Plattform Trovo, versuche da Partner zu werden. Ich würde mich an der Stelle mega freuen, wenn viele von euch dabei am Start wären. Den Link zu meinem Kanal dort findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Tja, und was soll ich sagen? Ich habe da insgesamt 3 Wochen gestreamt und ich kann euch im Endeffekt sagen, dass die Plattform ziemlicher Schmutz ist. Aber damit die. Weil ihr müsst das mal so sehen: Ein Typ mit Maske war mega, mega davon überzeugt, dass Trovo eine übel geile Plattform ist, die auch richtig gut bezahlen. Es gibt nichts Negatives auszusetzen bei der ganzen Plattform, weil das auch ähnlich wie Twitch ist. Nur halt noch geiler, gerade auch für kleinere Streamer, die jetzt da anfangen. Und jetzt kommt ein Video: Trovo ist übelster Dreck, Trovo ist übelster Schmutz und übel Kacke. Ist eigentlich schon heftig, ne? Ich bin froh, dass ich nicht das gemacht habe. Mit Trovo. Ich habe gleich gesagt, also ganz am Anfang dachte ich mir so, man kann sich ja mal angucken, aber ich habe ja noch nicht meinen Account erstellt, ne? Das Video halbwegs objektiv ist, vergleiche ich Trovo einfach mit Twitch, weil es der Marktführer ist und sage euch im gleichen Zug, warum ihr am besten darauf nicht streamen solltet und was das eigentlich für ein Schuppen ist. Also, let's go! Naja, wenn man ganz ehrlich ist, wirkt es so ein bisschen wie eine Twitch of Wish-Kopie. Also, ich habe mir das Ganze mal so erklärt und vorgestellt, dass das Ganze irgendwie das Twitch-Design aber in minimalistisch ist. Ich denke persönlich auch, dass das Leitmotiv von Trovo respektive Tencent war, dass man ein ähnliches Bild wie Twitch erzeugen wollte, damit sich die Leute direkt auf dieser Plattform wohlfühlen können. Was man davon erzählt oder das nicht, stimmt, steht ja natürlich noch auf einem anderen Blatt Papier. Für mich war es einfach komplett in Ordnung, weil man sich dadurch richtig easy zurechtfinden konnte. Wie ich das gerade schon gesagt habe, gehört da ganz... Auf jeden Fall. Und ich finde, dass man muss es auch fast machen. Wenn du Leute von Twitch rüberziehen willst oder von anderen Streaming-Plattformen rüberziehen willst, auf Trovo oder auf deine Plattform, muss die Plattform ähnlich aufgebaut sein wie die anderen Plattformen. Weil dann können die Leute sich besser zurechtfinden und die wissen auch gleich, auf was sie sich da einstellen können. Wie zum Beispiel, ich bin nie auf Mixer gewesen, weil Mixer war für mich immer, das war komplett anders irgendwie. Und bei Trovo, als ich dort reingeguckt habe, dachte ich mir so, ey, das sieht einfach genauso aus wie bei Twitch. Hast dort noch deine eigenen Sachen so ein bisschen, ist auch ganz cool. Und du hast sogar diese Funktion, dass man auch zurückspulen konnte während des Streams. Das fand ich auch mega nice. Ganze Bums zu Tencent. Tencent gehört. Alter, jetzt ist schon wieder der Sound bei mir nur auf dem rechten Ohr, ne? Gehört unter anderem auch Riot Games und im Generellen dominieren die eigentlich ziemlich krass den asiatischen Mobile Gaming Markt. Was kann man sonst noch zu der Plattform sagen? Also, es gibt dort auch sowas wie Bits, das Ganze nennt sich da Elixier und es gibt auch Mana. Mana sind Aktivitätspunkte. Eine Sache, die ich eigentlich ganz geil fand, ist, dass wenn man was cheert, dass man das auch direkt im Chat sieht. Also, da wird so ein kleiner Emote eingeblendet im Chat und da gibt es ganz schön viele Auswahlmöglichkeiten. Finde ich persönlich, Twitch sollte das auch mal einführen, aber lassen wir uns überraschen. Natürlich kann man dort auch subben. Die Sub-Funktion wurde zumindest letzten Monat, als ich es beantragt habe, ab 20 Follower freigeschaltet und ich bin ganz ehrlich, 20 Follower kriegt man eigentlich relativ schnell hin. Ansonsten gibt es noch das... Ja gut, man muss aber auch sagen, dass das Gute ist, glaube ich, wenn du wenn du jetzt neu anfangen willst mit Stream, denke ich, hast du eine bessere Chance, groß zu werden halt auf Trovo, weil die zeigen dir deinen Stream viel schneller an, weil du gibst nicht so große Streamer. Das ist schon mal das Gute. Man muss aber jetzt auch mal so sehen, Dude mit Maske hatte ja schon davor eine gewisse Reichweite, weshalb er auch natürlich ganz schnell 20 Follower bekommen hat. Wenn du nämlich gar keine Reichweite hast, beginnst jetzt komplett neu, da sind selbst 20 Follower wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Das könnt ihr mir glauben. Da musst du stundenlang oder auch tagelang dafür streamen, um 20 Follower zu bekommen. Dazu zu sagen, dass es eine Instant-Replay-Funktion gibt, die ich persönlich auf Twitch vermisse und was auch absolut geil ist. Zusätzlich ist mir und meiner Community, also euch allen, aufgefallen, dass die Bildqualität dort definitiv besser als auf Twitch ist. Mir wurde dann gesagt, das liegt unter anderem daran, dass die Bitrate auf dieser Plattform einfach besser ist. Ich bin ehrlich, ich bin absoluter Plepp, was Technik angeht. Ich vertraue den Leuten einfach, die das meinen. Im Endeffekt heißt das einfach nur, dass die irgendeine bessere Technik haben, dass die Bilder besser übertragen werden. Kommen wir aber vielleicht zum Punkt, was meine... Ich muss tatsächlich wirklich sagen, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob bei Twitch die Bilder auch so gut aussehen, aber ich fand wirklich, als ich auf Trovo war und habe bei Dude mit Maske reingeschaut, fand ich die Qualität auch geiler.
Erfahrungen mit dieser nicen Plattform waren. Ich bin ganz ehrlich, am Anfang war die Erfahrung eigentlich durchweg positiv, weil man geht einfach auf Discord, man schreibt dann Admin an und die antworten auch tatsächlich relativ zügig. Zudem gibt es ja, auch eine ziemlich coole Form. Aber die antworten halt zügig. Die antworten halt zügig, weil die halt noch nicht so viele Leute haben, die dir unterstützen müssen oder betreuen müssen, sagen wir mal. Vorschlagsliste, wo man einfach was reinschreiben kann und die wird auch tatsächlich relativ zeitnah bearbeitet. Ich meine, außer das ist jetzt irgendein merkwürdiger Vorschlag, wo man einfach ein gefühltes Jahr für braucht, um das zu implementieren. Jedenfalls ist für mich nach wie vor die Website auch ziemlich übersichtlich, das habe ich ja gerade auch schon angerissen mit dem Design. Im Endeffekt hatte ich Spaß, meine Community hatte Spaß, die Leute, die da am Start waren, waren eigentlich auch alle nett und irgendwie hatte man das Gefühl, dass das Ganze so wie im Wilden Westen ist, wo man von Anfang an bei einer Sache dabei ist und man hatte richtig Bock, da was aufzubauen. Bis aber folgender Punkt ich kam, so dazu entschlossen, etwas komplett Dummes und Sinnbefreites zu machen. Und darum sollte es auch in diesem Video gehen. Also, Trovo hat eigentlich eine ziemlich geile Monetarisierungsidee gehabt. Die haben nämlich gesagt, hey, wenn du Creator bist und du bist Partner bei uns im Programm, dann zahlen wir dich nicht nach Werbung, die angeschaut wurde oder ähnlichem aus, sondern nein, wir zahlen dich danach aus, wie viel die Leute dir zugeschaut haben. Sprich, du wurdest nach Watch Hours bezahlt. Im Endeffekt hieß das, dass man pro Watch Hour, glaube ich, circa $1 bekommt. Das ist schon mega krass. Und du kannst mir nicht sagen, also das kann nicht funktionieren. Also diese Tabelle finde ich persönlich, ne, wenn wir uns das jetzt mal angucken, du bekommst $1 pro Watch Hour. Das kann beim besten Willen nicht funktionieren. Jetzt stell dir mal vor, du hast 100 Zuschauer, machst eine Stunde einen Stream oder du hast 1000 Zuschauer, machst eine Stunde einen Stream, hast einfach in der Stunde $1000 bekommen. Weil du eine Stunde lang über 1000 Zuschauer hattest und hast gerade gestreamt. Das kannst du nicht, also das geht nicht. Sorry, aber das würde niemals hinhauen. Würden die das wirklich so machen? Natürlich, dann würde ich auch mal zu Trovo rübergehen, um zu gucken, wie es da läuft. Aber du kannst mir nicht sagen, dass das realistisch ist. Ja, oder bei Knossi. Bei Knossi einfach. 200.000 Zuschauer in der Stunde dann einfach. Das ist ja halt auch ganz wild. Oder teilweise sogar 300.000. Also von daher, das ziehen die eh nicht durch. Das geht gar nicht. Das würden die nicht schaffen. Klar, jetzt wollen die damit locken, aber sobald dort große Streamer rübergehen und das nur ausnutzen und dann wieder rüber auf Twitch gehen, so wie das zum Beispiel ein Stay machen würde, dann bezahlen die sich dumm und dämlich. Weil das bekommt ihr auch nicht rein. Watch Hours bezahlt. Im Endeffekt hieß das, dass man pro Watch Hour, glaube ich, circa $1 bekommen hat. Ich hatte beispielsweise auf Twitch im Monat Juni so circa 1400 Watch Hours gehabt. Wer jetzt ein bisschen Mathe kann, der weiß exakt, was ich dann auf Trovo verdient hätte. Das war im Endeffekt die Idee, wie man kleinere bis mittelgroße Streamer von Twitch auf Trovo rüberbekommt. Hört sich nice an, dachten sich wahrscheinlich auch etwas größere Streamer wie Stay oder Skuros. Das Ding bei Stay ist zumindest, dass Stay keinen exklusiven Partnervertrag mit Twitch hat. Also, naja, hat er doch schon, aber er darf alles außerhalb von Twitch streamen, was halt nichts mit Gaming zu tun hat. Das haben neuere Twitch-Verträge, by the way, nicht. Im Endeffekt hieß das, dass Stay einfach, ich glaube, ein Maximum von mehreren tausend Dollar dort verdient hätte für ein paar Streams im Monat. Tja, dann kam aber Trovo auf die absolut geile Idee, Just Chatting, was da zufälligerweise Chit-Chat heißt, nicht zu monetarisieren. Das heißt also, dass sämtliche Streaming-Stunden, die man fürs Reacten aufgewandt hat, komplett in der Tonne gelandet sind. Wo ich mir bei nur denke, alles klar, Alter, richtig, richtig geile Idee, Trovo. Weil es ist ja nicht so, dass der einzige interessante Content auf Trovo diese Hat er jetzt indirekt gesagt, dass er es wegen dem Geld gemacht hat? Man macht es doch immer wegen der Leidenschaft, mein Guter. Mach's doch nicht wegen dem Geld, Bruder. Oh, The Mysterious, ich grüße dich. Aufgewandt hat, komplett in der Okay, warte. Wie hat das formuliert? Jetzt, darauf müssen wir ihn dann roasten irgendwann. Weil er ja dann schon impliziert, dass er es nur gemacht hat, damit er dann dort Geld bekommt. Die absolut geile Idee, Just Chatting, was da zufälligerweise Chit-Chat heißt, nicht zu monetarisieren. Das heißt also, dass sämtliche Streaming-Stunden, die man fürs Reacten aufgewandt hat, komplett in der Tonne gelandet sind. Also die Streaming-Stunden sind in der Tonne gelandet. Aber wenn du mit dem Chat, wenn du mit dem Stream ja Spaß hattest, hast du ja trotzdem... Also ich kann es verstehen, was er meint, ne? Mit in der Tonne gelandet. Du willst ja dort hier was aufbauen. Willst ja auch irgendwo Geld verdienen, sage ich mal. Hat er auch selber gesagt. Aber nicht ganz in der Tonne gelandet. Du hast dich mal selber ausprobiert.
Steinadlasch, grüß dich. Wo ich mir aber nur denke, alles klar, Alter. Richtig, richtig geile Idee, dafür Trovo. Auch. Weil es ist ja nicht so, ja, dass warte, der warte. Einzige interessante Ey, du, ja. auf Trovo Zack. Diese Reaction-Streams waren, weil der Rest einfach irgendein Schmutz-Mobile-Game-Zeug ist. Nein, das ist natürlich nicht so, Trovo. Zieht den Leuten einfach das Geld ab. Beziehungsweise, was heißt Geld abziehen, aber Trovo hat einfach Streamer unter falschen Voraussetzungen und Versprechen auf diese Plattform gelöst. Ja, und genau das meinte ich. Mir kam das schon damals als Dude mit Maske. Als er mir gesagt hat, was es dort für Geld gibt, konnte ich das nicht glauben. Und ich habe zum Glück dort nicht gestreamt. Und ich dachte mir wirklich, dass das kann nicht wahr sein, was die dort anbieten. Das kann nicht echt sein. Ja, und jetzt wurden sie halt enttäuscht. Das war für mich schon von Anfang an viel zu unrealistisch irgendwie. Aber dass sie das halt so machen mit diesem Just-Chatting ist halt echt lost, ne? Das muss man jetzt mal wirklich sagen. Das Ding ist, warum sollte sich dann im Endeffekt den Wechsel antun, wenn er sich damit finanziell ins Ungewisse stürzt? Also bei mir ist es nicht so extrem schlimm, aber ich bin schon zum kleinen Teil zumindest auf meine Twitch- und YouTube-Einnahmen angewiesen, weil ich dadurch zum Beispiel mein ganzes Equipment, was ihr hier sehen könnt, bezahlt habe, weil ich meine Lizenzen davon bezahle und ähnliches. Also ist es schon ein gewagter Schritt auch gewesen, nur Teilzeit da zu streamen. Im Endeffekt könnt ihr euch das ja selber beantworten, was das für Leute bedeutet, die vielleicht komplett von Twitch weggehen und damit riskieren, ihre kompletten Einnahmen zu verlieren. Das Geile dabei ist nämlich, dass Trovo das gar nicht gesagt hat von Anfang an, dass diese Leute nicht gepartnert werden. Die kamen nämlich jetzt erst vor 2 Tagen mit der Info raus, haben Artikel bei sich in Discord gepostet und das war's dann. Und da denke ich mir, ich habe doch im Endeffekt gar keinen Bock darauf, so eine Scheißfirma zu unterstützen, so einen gravierenden Eingriff kommuniziert. Auch wenn ich ein relativ kleiner Creator bin, so hat mir meine Community bis jetzt auf Twitch durch ihre Donations, Subs, Bits und was weiß ich nicht alles mega viel Equipment ermöglicht. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass auch meine YouTube-Videos besser geworden sind. Wenn ich komplett auf Trovo gegangen wäre, wenn ich mich darauf verlassen hätte, dass ich davon auch noch Geld bekomme, tja, dann würde ich jetzt auf dem Boden liegen, um es mal auf ganz gut Deutsch zu sagen. Wer ist denn jetzt im Endeffekt so dumm und wechselt da noch hin? Mit ihrem Versprechen im letzten Monat so große Streamer wie Stay oder Skuros angelockt, nur um dann später zu sagen, nee, machen wir doch nicht. Wir wollen lieber Mobile Gaming Content sehen. Wie dumm kann man sein? Ich check das einfach. Ja, vielleicht wollen die damit halt auch, wie er es jetzt gerade gesagt hat, große Streamer rüberlocken, damit ein bisschen Gesprächsstoff um Trovo entsteht. Und da machen sie so eine Aktion, damit die Leute aber trotzdem noch Trovo im Kopf haben und wissen, ah, das ist ja auch noch eine Plattform, let's go. Das kann nämlich auch sein. Das ist schon eine ziemlich eklige Masche, aber ey, es ist möglich. Heutzutage kommen wir halt teilweise nur so zu großer Reichweite. Oder man bezahlt halt die Leute dafür. Oder kauft sich die ein, wie das Mixer gemacht hat, und dann verkackst du halt das Jahrtausend. Nicht. Im Endeffekt haben die bei Trovo gesagt, yo, ihr könnt euch mit Trovo eure Existenz sichern und habt viel Spaß dabei, Streamer zu sein. Und alle Leute, die sich halbwegs irgendetwas mit YouTube und Twitch finanzieren können mittlerweile, tja, die hat Trovo mit einem schönen Arschtritt erstmal begrüßt. Vor allem, man muss sich überlegen, dass die ganzen Leute, die wegen Stay und Skuros rübergekommen sind, nicht rübergekommen sind, weil die Plattform so geil fanden. Nein, die sind eben rübergekommen, weil Stay und Skuros da waren. Und bei mir sind natürlich nicht so viele Leute am Start gewesen, aber die Leute, die zu Trovo rübergegangen sind, sind dann rübergegangen, weil ich dann dort gestreamt habe. Wenn ich nicht mehr gestreamt habe, sind die Leute aus meiner Community, wie ich nach Rückfragen erfahren habe, einfach auch nicht wirklich auf Trovo geblieben. Somit schießt die sich wirklich komplett ins Bein mit der Aktion. Ja, ist los. Auf Trovo gehen und ich muss aber auch sagen, Trovo bietet einfach noch nicht so viele Streamer, weshalb ich da jetzt auch nicht unbedingt Bock hätte, in andere Streams reinzuschauen. Und schon, wer da die größten Streamer sind, dann sieht man halt, dass die Leute, die meisten zuschauen, irgendeinen Schmutz wie PUBG Mobile und Call of Duty Mobile spielen. Ach du Scheiße, ey, ist das eure krank. Vorstellung von einer geilen und erfolgreichen Streaming-Plattform? Ihr habt auf jeden Fall erfolgreich... Also, nach der Frage, nach einer sehr losten Frage, wer überhaupt diese Mobile-Games spielt und streamt, ist jetzt die Frage, wer guckt sich denn diese Mobile-Games auch einfach im Stream an? Also, es macht ja auch einfach... Also rein logisch gesehen macht es doch gar keinen Spaß. Also verstehe ich nicht. Hab ich gedacht, Trovo. Kommen wir aber zum Fazit. Glaub, ich bin der Meinung, dass sich jeder Creator im aktuellen Zustand von Trovo 10-mal überlegen sollte, ob er das streamen möchte. Wie gesagt, ob ihr Einnahmen generiert oder nicht, das kann euch aktuell keiner beantworten. Hinzu kommt der Punkt, dass einfach extrem viele Leute keinen Bock haben, von Twitch mit auf Trovo zu kommen. Ich meine, ich kann das absolut nachvollziehen und ich würde auch nie jemanden zu zwingen, mit rüber zu kommen. Aber wenn ich mir dann anschaue, dass es auch so Dullis in der Trovo-Community gibt, die dann einfach sagen, ja, just chatting und chit-chat, das ist einfach nur Content-Clow von anderen Leuten.
Leuten, frage ich mich, wie oft die mit der Birne einfach mit Lichtgeschwindigkeit auf den Boden gescheppert sind, als sie klein waren. Keine Ahnung, ich finde, dass Stream immer gleichwertig ist und auch gleich schwierig ist. Klar, wenn ihr euch da hinlegt in einem Stream und einen Schlafstream macht, wie gewisse Streamer, dann okay, das ist wirklich vielleicht nicht so schwer. Ob man jetzt Reactions macht oder Hearts of Iron spielt oder Call of Duty oder so, ihr müsst doch im Endeffekt sowieso unterhalten sein und ich verstehe einfach nicht, wie man solche dummen Aussagen raushauen kann. Im Endeffekt haben die ganz viele Creator mit falschen Versprechungen. Vielleicht hatten die auch, also ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie die das machen wollen mit diesem Just Chatting, wenn die das nicht erlauben. Ich frage mich gerade eben, haben die irgendwelche Lizenzprobleme, dass sie das nicht dürfen oder so? Das frage ich mich gerade eben. Das frage ich mich gerade eben bei Trovo. Was ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass das passiert? Also, dass sowas passieren kann. Dass sie das einfach nicht bezahlen wollen oder auszahlen wollen oder keine Ahnung. Jetzt finde ich schon ein bisschen los. Reportage des Vaters, ich grüße dich, Bruder. Schön, dass du da bist. Viel Spaß auf der Plattform. Ihr werdet nämlich fair bezahlt. Nur damit man einen Monat später eine beschissene Discord-Nachricht bekommt, wo einfach richtig lächerlich fast gar nichts drinsteht. Ich halt mein Maul. Scheiß Pressetext, wo dann was davon gefasst wird. Ja, irgendwann in Zukunft will man das ermöglichen, weil man jetzt erstmal die Gaming-Creator unterstützen soll. Mein Gott, Vor allem Gaming-Creator. Hat nicht jeder Gaming-Creator auch auf Twitch so eine riesige Reichweite? Kannst du das doch auch mal bei Just Chatting-Leuten machen. Zumal Just Chatting halt, finde ich, was die Kreativität angeht, tausendmal geiler ist als irgendeine Gaming-Scheiße. Also, Real Talk, ich habe, glaube ich, auf meinem Kanal, wenn ich das jetzt prozentual nehme, 99% Just Chatting gemacht und 1% Gaming-Sachen gemacht. Und der 1% war eigentlich fast nur dieses Pummelparty-Spiel. Und es war nur ein Stream, Leute. Aber übrigens, Chasnero, ich muss einfach mal sagen, wir müssen das öfter machen. Wir müssen öfter Pummelparty spielen. Ich habe richtig Bock drauf. Bei Menschen zu sagen, die Computerspiele auf dem scheiß Handy spielen, das ist doch Schmutz. Wo ist das bitte Gaming? Ich bin selber kein Gamer, aber what the hell, Alter, wenn ich hier auf meinem scheiß Handy Minecraft spiele, bin ich auch kein verdammter Gamer. Wer hat den in den Tee gepinkelt und gesagt, dass das eine geile Idee ist, nur noch Gaming-Creator zu unterstützen? Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen runterkommen. Mich nervt es im Endeffekt extremst, dass da so schlecht kommuniziert wurde. Und ich persönlich habe für mich den Entschluss gezogen, dass ich keinen Bock habe, eine Firma zu unterstützen, die es doch niemals hinbekommt, sowas Wichtiges gut zu kommunizieren. Wisst ihr, das hat Spaß gemacht, da zu streamen. Die Leute da waren nice und alles. Aber man muss so viel dafür aufgeben, für so wenig, was man zurückbekommt, obwohl man davon zum Teil abhängig ist, was man macht. Sowas will ich nicht unterstützen und ich lass mich nicht verarschen. An der Stelle viel Spaß, Trovo, mit euren ganzen PUBG-Mobile-Stream. Ey, ich muss sagen, geiles Video. Ich find's auch gut, dass er einfach mal ein bisschen upraged. So muss es sein. Ja, ich finde einfach, Dude mit Maske war viel zu überzeugt. War viel zu überzeugt, als ich mit ihm geredet habe und einige... Leute, wer war beim Stream mit dabei, als ich mit Dude mit Maske über Trovo geredet habe? Schreibt mal eins im Chat, wenn er dabei war. Als ich mit ihm drüber geredet habe, dachte ich mir so, Alter. Ey, der könnte da wirklich professionell Werbesprecher sein oder so. Dachte ich mir so, heftig, Mann. Gutes Zeug. Und dann dachte ich mir so, ey, das wird gerade so krass hochgepriesen, der ganze Spaß. Was willst du da noch machen? Ne? Und dann habe ich mir aber gedacht, also irgendwo muss da der Haken sein. Deswegen habe ich dort auch nicht gestreamt und zack. Jetzt hat er die Scheiße am Arsch. Wirklich, jetzt hat er gerade ganz, ganz große Scheiße am Arsch.